Hab ich Glück oder hab ich Pech? Ja! Du kannst ja auch nicht 8 Jahre in der Luft bleiben! Boah, ist das gerade einfach nur noch Hass. Komm, wechsel in die nächste Phase, ich hab die Schnauze voll. So. Jetzt muss ich darauf achten, wer von den beiden Pissgesichtern Blitze schießt. Anscheinend der. Nein! Oh, beide! Ja, klar! Mach doch noch 20 Elemente, worauf man achten muss! Sorry für Schreien. Mann, ist das eine Scheiße. Ich habe jetzt gerade nicht mehr drauf geachtet, wie weit ich in der Phase war, aber kann ja nicht so weit gewesen sein. Ja, passt schon. Hauptsache, der kriegt schon den Schaden. Mist, nein! Weil ich unbedingt den scheiß Parry wollte. Oh, ich sollte es lassen! Das ist mein... Offiziell, das ist mein neuer Bahngegner. Also, ihr wisst, was ich meine, Achterbahn. Der Achterbahngegner, ungefähr so habe ich mich beim Achterbahngegner damals gefühlt. So eine Schnodderscheiße, ey, Alter, ehrlich. Nein, 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 oh Mann, ey. Die scheiß Mucke. Punk, jetzt drehst du aber durch. Ja. Oh, ey, ist das blöd. Man merkt aber, also ich bin gerade das beste Beispiel, ne? Man merkt daran gerade, dass Cuphead wirklich tagesformabhängig ist. Weil gestern habe ich ja 2 Sessions gespielt. Also gestern habe ich ja 2 Sessions gespielt. Und da haben wir ja unter anderem die Meerjungfrau besiegt, die Ratte und die Theaterfrau da. Und jetzt gerade habe ich halt eine ganz kurze Zündschnur, leider. Was mir auch unangenehm ist, tatsächlich. Aber es ist, wie es ist. Ja, genau, jetzt stirbt er. Ich hasse alles. Ich hasse diesen... Das ist für mich gerade wirklich original der größte Rotzkampf. Von was wurde ich... Ja, von den Barren. Ich weiß es nicht, ey. Es ist nur noch nervig gerade. Ja! Da bist du so getroffen. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Nee. Ich glaube, ich mache es aber auch nicht mehr oft. Ich probiere es dann lieber, wenn ich wieder ruhiger und entspannter bin, glaube ich. Weil es hat gerade keinen Nährwert. Außer, dass ich es halt auf Krampf will gerade. Thank you.
So. Mist. Oh, scheiße. Nein. Oh Gott, ja, ich bin gesprungen. Ich raff es nicht. Ich raff auch den Parry-Scheiß anscheinend nicht. Wieso kann ich denn manchmal die Räder da nicht benutzen? Ich raff es nicht. Ich probiere das jetzt aus. Einfach nur des Ausprobierens willens. Ist mir jetzt egal, wenn ich jetzt gerade getroffen werde. Was ist das für ein Quatsch, ey? Es passiert halt manchmal einfach nicht. Als ob du da der Präziseste sein musst. Ein ultimativer Mogul. Der ultimative Sekunden-Profi-Timer, Alter. Wirf. Guck mal, man kriegt trotzdem Schaden. Das ist doch ein schlechter Witz, Alter. Ehrlich. Das ist so ein schlechter Witz. So ein schlechter... Oh, okay, da war ich selber schuld. Muss man ja ganz klar sagen, wie es ist. Oh, diesen ollen Geist habe ich nicht gesehen. Nein! Dieser blöde Geist, ey! Ey, ist das ein Hurensohn-Gegner? Da haben die sich doch nichts bei gedacht, Alter. Das ist doch der letzte Dreckskampf, Alter. Du kannst dir so Mühe geben, kannst so gut durchkommen. Da! Ich rall es nicht. Wo ist da der Unterschied? Die Hitbox, was ist das, Alter? Meine Güte, du. Ich ralle es einfach nicht. Ich bin anscheinend wirklich zu dämlich dazu. Da habe ich jetzt auch wieder umsonst Schaden genommen, ey. Oh, ey, dann springe ich auf die Strecke. Ich hasse diesen Scheißkampf einfach nur. Da, doch, warum? Töte mich, ist mir scheißegal gerade. Ich trinke mir jetzt was. Leck mich am Arsch, ey. Leck mich einfach am Arsch. Leck mich am Arsch, Alter, ehrlich. So. Schön. Toll, das war jetzt wieder dumm. Jetzt fress ich wieder Schaden. Sag ich doch. Ey, warum aber? Ey, das ist doch dumm. Das ist einfach nur dumm. Ja.
Warum kann ich mit dem Wagen nicht rüber? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich dir nicht selber sagen, wenn ich da drauf hüpfe und Perry, dass der da rüber soll? Wieso geht das nicht? Alter. Oh, da habe ich geschlafen. Da, hier geht das doch. Warum geht das denn sonst nicht? Oh. Ist okay, der kann rüber. Wie? Oh, ich hasse alles, ey. Oh, dann kriegst du an seinen Kopf Schaden. Und du musst ja rüber. Du hast ja gar keine andere Wahl. Alter, ist das ein dämlicher Scheißkampf. Ja. Oh Gott. Ich hasse es. Das ist der größte Scheißkampf in diesem ganzen Drecksspiel bisher. Wirklich, das ist meine neue Achterbahnfahrt. Vorher Achterbahn, diesmal der Scheiß. Das ist der allergrößte Rotzkampf, ey, ehrlich. Das ist der größte Schnodderscheiß. Genau, du passt die ganze Zeit auf und dann machst du so eine Scheiße. Na klar. Geh mir nicht auf den Sack mit deinem scheiß behinderten Drecksbarren, du. Ich weiß auch gerade nicht, was ich tun kann, um mich zu beruhigen. Meine Fresse, ey. Der größte Scheißkampf ever. Ich hab echt gedacht, mich trifft jetzt auch ein Auge. Ich war gerade schon wieder... Behinderter. Lach nicht so doof. Und ich lasse das alles drin im Let's Play. Geil, oder? Weil das gehört dazu. Ich teile meinen Schmerz mit denjenigen, die es sehen wollen. Ich teile meinen Schmerz mit denjenigen, die es sehen wollen. Nee. Das ist einfach nur zum Kotzen. Das ist echt so ein Dreckslevel. Das Level ist irgend so ein NASA-Experiment oder so. Da durfte ein Schimpanse, der vom Mond zurückgekommen ist, auch mal programmieren. Mist! Wieder Schaden gefressen. Nein! Timing! Ja. Oh Mann, ey, ich konnte so schnell gar nicht springen!
Ich weiß gar nicht, ob Retries als tot zählen. Ich glaube aber ja. Was einfach nur mehr als fair wäre. Das war knapp mit dem Auge gerade. Oh Gott. Da! Ich fick diesen Scheißkampf. Autoscroller Drecksrotzkacke. Leute, die Autoscroller mögen, ficken auch ihre eigene Hand. Entschuldigung. Tun wir das nicht alle gerne? Komm, weg mit dir. Oh, scheiße. Nee. Also, wenn ich in der ersten Phase schon Schaden kriege, das bringt nichts. Das ist ja Quatsch. Das ist ja kompletter Quatsch. Das machen wir mal nicht. Ne? Oh Gott. Halt drauf. Jawohl. Damit kann ich erstmal leben. Ja, komm. Mann, ey, das hasse ich zum Beispiel. Wieso? Das war jetzt vielleicht dumm. Was? Nee, war's nicht. Ja, gut. Der ist jetzt ganz... Ja, nee, okay, passt. So, jetzt kommen wieder die zwei und jetzt muss ich auf die Geister achten halt. Okay, er macht Blitz. Ey, der kommt aber auch frech nah hier ran, ne? Geist, weg mit dem Geist. Mitte. So kann ich... Oh, scheiße! Nein! Ey, das mit den... Das sieht... Oh! Das mit den Geistern ist doch der allerletzte Schnodderscheiß. Boah, ist das ein blödes Level, ehrlich. Boah, derjenige, mit der diese Idee hätte, mit dem würde ich gerne mal eine Tasse grünen Tee trinken. Auf entspannt. Ganz auf entspannt. Einfach mal eine Tasse grünen Tee und dann... Oder die eine oder andere Tasse, meinetwegen auch ein Kännchen und dann erstmal nachfragen, was sich die Person, die das konzipiert hat, dabei gedacht hat. Hier, mein Konzeptart. Ja, ja, cool, Steve. Lass uns einen Autoscroller aus dem Level machen. Das wird die... Das, die Leute lieben Autoscroller. Die Leute lieben Autoscroller. Oh, uiuiuiui. Ist da dumm. Ja, ja, ja. Sehr schön. Oh, der hat den Barren direkt auf mich fallen lassen. Damit habe ich nicht gerechnet, weil die ja normalerweise immer da fallen lassen. Ich weiß, ich habe die Ultra-Attacke ready. Oh Gott, jetzt falle ich auf die Bahnstrecke. Mist. Oh, fuck. Das war dumm. Da muss ich mir jetzt nichts vormachen, das war einfach dumm. Oh, wie... Ach, Mann.